Die besinnliche Zeit ist eingeläutet. Die Kinder aus dem katholischen Kinderhaus Arche sorgen für Weihnachtsstimmung. Sie haben gestern den Tannenbaum im Forster Kreishaus geschmückt. Landrat Harald Altekrüger und die Vorsitzende des Kreistages Monika Schulz-Höpfner haben anschließend Geschenke an die Tafeln im Spree-Neiße-Kreis übergeben. Den Kindern aus armen Familien soll so eine Freude gemacht werden. Eine tierische Hilfe. Der Tierschutzverein Cottbus startet wieder eine Spendenaktion. Im Cottbus Center können Sie beispielsweise Futter und Leckerlis abgeben. Geldspenden sind auch gern gesehen. Damit will das Tierheim die Gehege reparieren lassen. Die Mitglieder des Tierschutzvereins sind an diesem Freitag ab 15 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr vor Ort. Ein musikalischer Abend. Die Band Träume und Menschen tritt an diesem Freitag und Samstag im Planetarium auf. Die Cottbuser Songpoeten geben dort ihr traditionelles Weihnachtskonzert und präsentieren neue Songs. Für die beliebte Veranstaltung gibt es nur noch wenige Restkarten. Los geht es jeweils um 20 Uhr.